In diesem Video schauen wir uns an, wie man ganz einfach einen Virtual Private Server aufsetzen kann und das für günstige 2,99 € im Monat. Den Anbieter, den ich mir herausgesucht habe, ist Scaleway. Der ist günstig und hat Standorte in Europa. Das ist wichtig, wenn man eine geringe Latenz braucht. Während der Erstellung dieses Videos habe ich ein paar positive Überraschungen bei Scaleway erlebt, aber das schauen wir uns in diesem Video an. Als erstes müssen wir mal einen Scaleway-Account erstellen. Das können wir entweder rechts oben mit dem Sign-up-Button machen oder wir suchen uns erstmal das Produkt aus, das uns überhaupt interessiert. Der günstige VPS für 2,99 € ist etwas versteckt, dazu muss ich unter Compute, Instances und Development Instances gehen und lasse mir dann hier die Angebote anzeigen. Hier scrolle ich ein bisschen runter und der Name ist Dev1-S. Ich bekomme zwei virtuelle CPUs, 2 GB RAM und 20 GB SSD und eine garantierte Bandbreite von 200 Mbit pro Sekunde. Die schauen wir uns aber später noch an, da habe ich noch was zu berichten. Ich fahre also mit der Maus einmal darüber und klicke auf Create. Jetzt muss ich erstmal meine E-Mail-Adresse eingeben und da haben wir auch schon die erste Überraschung, ich muss überhaupt kein Passwort angeben. Ich wollte eigentlich ursprünglich per SEPA bezahlen, das hat aber den Nachteil, dass man da noch seine Mobilfunknummer hinterlegen muss, damit dort ein Code geschickt werden kann zum Verifizieren. Wer die Kreditkarte angibt, umgeht dieses Ganze. Also ich habe jetzt für dieses Video dann erstmal meine SEPA-Daten eigentlich eingegeben und habe später nochmal einen Account mit Kreditkarte eröffnet, einfach aus Gründen der Datensparsamkeit. Hat man sich dann eingeloggt, hat seine Zahlungsdaten hinterlegt und die E-Mail bestätigt, die man bekommt, kann man links auf Instances gehen und kann jetzt hier sich auswählen, welches OS-Image man möchte. Ich nehme immer Ubuntu. Das hat einfach damit zu tun, dass das am einsteigerfreundlichsten dokumentiert ist. Das ist jetzt nicht das beste Betriebssystem oder so, aber ich finde, man findet halt einfach viel dazu im Internet und deshalb ist das immer so ein bisschen mein Liebling. Man kann jetzt sich raussuchen, ob das in Paris oder Amsterdam aufgesetzt werden sollte. Sind beide Server in Europa und für die Latenz für mich beides in Ordnung. Ich habe mich am Ende für Paris entschieden. Jetzt haben wir wieder unser altes Problem. Da unten sieht man jetzt, dass das 299 € im Monat kosten soll. Das wollten wir ja nicht haben, deshalb klicken wir hier oben auf Development, also für auf Entwicklung und da bekomme ich dann wieder mein Angebot für 299. Die restlichen Parameter lassen wir so. Man kann jetzt da noch einen Namen eingeben, das habe ich jetzt noch gemacht, aber so grundsätzlich bleiben wir dann bei den 299. Nächste Überraschung, hier gibt es einen SSH-Key, den man hinterlegen muss. Man bekommt also nicht das Root-Passwort. Das finde ich sehr, sehr gut, dass man von Scaleway direkt dazu gezwungen wird, eine höhere Sicherheit anzuwenden. Seid ihr Besitzer eines Mac, dann könnt ihr mit dem SSH-Keygen, der wahrscheinlich schon vorinstalliert ist, diesen Befehl ausführen. Damit erhaltet ihr dann einen Private-Key und einen Public-Key und hier muss dann der Public-Key rein. Bei Windows sieht es ein bisschen anders aus. Wir klicken mal hier auf den Link Learn More. Und auf die Official Documentation, die ist direkt von Scaleway, da gibt es einen Abschnitt für Linux und OS X. Und wenn ich runtergehe, da gibt es nochmal die Anleitung für Windows, da wird der PuTTY Key Generator benutzt. Den habe ich natürlich installiert. Und im Grunde gehe ich jetzt nach der Anleitung vor, ich wähle RSA aus, erhöhe da unten die Keylänge, dann klicke ich auf Generate und wenn ich jetzt mit der Maus ein bisschen wackel, wird der Key generiert. Im oberen Fenster bekommt man dann den Public Key. Den kann man jetzt einfach rauskopieren und kopiert den bei Scaleway in die Maske rein. Das war's im Grunde jetzt schon. Ihr wollt euch aber noch einloggen damit, also müsst ihr den Public Key und den Private Key auch abspeichern. Dazu solltet ihr ein sicheres Passwort aus eurem Passwortgenerator benutzen. Jetzt könnt ihr den Public Key und den Private Key separat abspeichern. Den Private Key brauchen wir dann für PuTTY, um uns tatsächlich einzuloggen. In PuTTY kann ich dann einfach eine Session speichern und kann dann unter SSH und Authentifizierung oder Authentisierung ist es ja eigentlich, meinen Private Key raussuchen und muss beim Einloggen dann noch diesen langen Schlüssel angeben, den ich vorhin im PuTTY Generator als Key eingegeben habe. Damit bin ich jetzt als Root einmal eingeloggt. Ich habe euch ja noch versprochen, wir schauen uns jetzt auch nochmal die Geschwindigkeit an. Und wir haben ja eine Mindestgarantie von 200 Mbit pro Sekunde. Ich habe einfach mal IPv3 installiert, das ist ein Speedtest und den habe ich für IPv4 und IPv6 ausgeführt. Und ja, die gute Nachricht ist, wir kriegen fast ein komplettes Gigabit. Wir sind also weit über den garantierten 200 Mbit.
Wahrscheinlich kann das in laststarken Zeiten ein bisschen anders aussehen, aber ist für mich jetzt so völlig in Ordnung natürlich. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt bei der Erstellung eures eigenen Virtual Private Server geholfen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über ein Abo und natürlich auch, wenn ihr über meinen Affiliate-Link euren Virtual Private Server bei Scaleway kauft. Wenn ihr Ideen habt für coole Projekte auf dem Virtual Private Server, dann schreibt die doch mal in die Kommentare, vielleicht mache ich dann ein Video dazu.